Herzlich willkommen in meiner kleinen Küche. Heute zeige ich euch eine fruchtig-samtige Mangokonfitüre. Ja, da auch ich eine Süße am Morgen bin und mein Buttercroissant sehr gerne mit Konfitüre bestreiche, kam mir dieses Rezept aus der Rezeptwelt genau recht. Dort ist es als Mangomarmelade hinterlegt und den Link setze ich unten in die Infobox. Wobei ich hier aber kurz anmerken muss, dass man aus Mangos ja Konfitüre zubereitet, denn ja, Marmelade wird aus Zitrusfrüchten hergestellt und die Mango ist keine Zitrusfrucht, sondern ein Exot und ja, also das ist eine Konfitüre und keine Marmelade. So, Klugscheißer-Modus aus und ich bin dankbar für dieses super leckere Rezept. Ja, angefangen hatte ich damals ganz klassische Rezepte zu zeigen, aber immer mehr unterstützen mich dabei die Prep & Cook und auch die Cook for Me. So auch in dem heutigen Beitrag, wo die Prep & Cook zum Einsatz kommt. Und so komme ich auch schon zu den benötigten Zutaten. 1 Kilo Mangofruchtfleisch, der Saft einer Zitrone, Gelierzucker im Verhältnis 2:1 und 1 Teelöffel Vanillepaste. Empfohlen wird auch anstelle der Vanillepaste ja, Likör 43 oder Amaretto zu verwenden. Und ich habe mich heute für die alkoholfreie Variante entschieden. Und los geht's. Das Ultrablade-Messer wird aufgesteckt und 1 Kilo Mangofruchtfleisch wird in den Mixtopf gegeben. Wobei es bei mir heute ein Mix aus frischer Mango und auch aus aufgetauter Tiefkühlware ist. So, und bei Einstellung im Puls wird das Fruchtfleisch nun 2x a 10 Sekunden zerkleinert. Ja, die ersten 10 Sekunden per Impuls haben mir nicht genügt und so bin ich noch einmal mit 10 Sekunden in die Verlängerung gegangen. Ja, nun sieht das Ganze auch schon besser aus. Wobei ich auch nach dem Kochvorgang nochmal den Impulsmodus nutzen werde. So, nun kommen, wie gesagt, alle weiteren Zutaten in den Mixtopf. Das wäre nun einmal der Gelierzucker im Verhältnis 2:1. Also auf 1 Kilo Früchte kommen 500 Gramm Gelierzucker. Außerdem kommt der Saft einer Zitrone hinzu und 1 Teelöffel Vanillepaste. Vor langer, langer Zeit hatte ich einmal einen Beitrag gepostet, wo ich zeige, wie man dieses Vanilleextrakt auch selber herstellen kann. Mein Vorrat ist nun aufgebraucht und so kurzfristig kam ich nicht an günstige Vanilleschoten und habe mich deshalb für die Vanillepaste aus dem Supermarkt entschieden. Solltest du dieses Rezept mit Likör 43 oder Amaretto versuchen wollen, dafür ist ja die Zutatenangabe etwa 30 Gramm des Alkohols empfohlen. Der Deckel wird wieder aufgesetzt und verriegelt und bei Einstellung Stufe 3, 100 Grad, kocht die Mangokonfitüre nun 15 Minuten. Und auch hier sieht das Ganze wieder recht flüssig aus. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann gerne die Gelierprobe machen. Und das Ganze wird in ausgekochte Gläser gefüllt. Ja, die angegebene Zutatenmenge reicht für knapp 5 dieser Glücksgläser. Der Duft ist wirklich schon mal himmlisch und der Geschmack, ja, einfach umwerfend. Ja, und wie immer, wenn ich ganz stolz auf mich bin und etwas Neues ausprobiert habe, ist mein Sohn der Erste, der es probieren darf. Und auch von ihm gab es beide Daumen hoch und ja, aber mit dem Nachtrag, mit dem nachträglichen Wunsch, dass es beim nächsten Mal
Himbeerkonfitüre sein soll. Ja, aber ich bin glücklich und zufrieden und genieße nun mein Buttercroissant mit hausgemachter Mangokonfitüre. Und so fruchtig lecker wie diese Konfitüre ist, wird es in den nächsten Tagen sicher Palatschinken mit diesem Aufstrich geben. Und das war's heute auch schon wieder von und mit mir. Und ich hoffe, der Beitrag hat dir gefallen und dir ein wenig den Mund wässrig gemacht. Ich bin Krupps Markenbotschafterin. Das bedeutet für dich, dass ich dir gerne vor dem Kauf einer Prep & Cook einen Cashback-Gutschein zukommen lasse und dir auch nach dem Kauf weiterhin mit Tipps, Ratschlägen und neuen Rezepten zur Verfügung stehe. Liebe Grüße, eure Jana.